Kent Rundke hat am Freitag alle seine Spieler zum Training versammelt. Es ist eine intensive Woche, prägt von Zweikampfduellen Mann gegen Mann. Und auch wenn es hart ist zur Sache gegangen, ist auch der ein oder andere gedanklich schon beim traditionellen Turnier zu Davos. Im Spengler Cup nehmen nämlich auch drei EHCB-Spieler teil. Darunter der kanadische Verteidiger Richard Jackman. Auf jeden Fall. Wenn man die Möglichkeit bekommt, für sein Land zu spielen, muss man die Gelegenheit am Schopf packen. Das Turnier macht gegen Spass. Ich genieße es jedes Mal. Das Niveau ist hoch, es nehmen immer gute Teams teil. Außerdem haben meine Freunde und die Familie von Kanada die Gelegenheit, meine Spiele zu sehen. Während sich der Kanadier auf die Teilnahme freut, hat einer von seinen Landsmannen das Aufgebot für die Nationalmannschaft mit dem Ahornblatt müssen ausschlagen. Wegen seiner Verletzung am linken Knie hat sich der Rico Fata gegen die Nominierung entschieden, damit er sich besser erholen kann. Well, I'm okay with it. You know, I'm not, like I said, I'm not 100% yet. And, you know, Team Canada is going to be playing four games. Mir macht das nichts aus. Ich bin, wie gesagt, noch nicht wieder bei 100%. Das Team Kanada wird vier Spiele in vier Tagen bestreiten. Es wird nicht einfach. Sie haben extra zusätzliche Spiele mitgenommen. Das Team Kanada hat viele Spieler. Das haben sie schon gern gehabt. Ich glaube, es ist gescheiter, zu Biel zu bleiben und die Weihnachtsferien mit der Familie zu genießen. Einfach ein bisschen zu relaxen. Die vier, fünf Tage einfach mein Knäuel ruhen, dass es um ganz heil ist und nach Weihnachten die Oma voll angreifen. Let it heal completely and then after Christmas and go extremely hard after. Die beiden Spieler hätten im Trikot von ihrer Nationalmannschaft auflaufen sollen. Der Reto Berra auf der anderen Seite kann das Goal von seinem alten Club hüten. Im HC Davos, wo das Turnier organisiert. Mit dieser Situation scheint er nicht unglücklich zu sein. Ja, Spengler Cup ist sowieso ganz etwas Spezielles. Und es freut mich natürlich, dass sie angefragt haben bei mir, ob ich Lust hätte, zu spielen. Und da habe ich mir natürlich nicht zweimal überlegen, wie nach Neujahr, wo wir sowieso sonst kein Match haben, wenn ich da noch kann. Der eine oder andere Match spielen, ist das für mich natürlich super. Und ja, ist klar, ich kenne die Jungs dort. Es können noch zwei, drei auf anderen Clubs spielen dort an, aber auf jeden Fall freue ich mich drauf. Ja. Für die beiden teilnehmenden EHCB-Spieler ist kein unbekanntes Terrain. Der Richard Jackman nimmt schon zum dritten Mal im Spengler Cup teil und freut sich auf einen warmen Empfang, wo der Kanadier jeweils geboten wird. It's fun. Es macht Spass. Wir sind jedes Jahr eine grosse Gruppe, die dort hergeht. 130 bis 140 Leute, Familienmitglieder und Spieler. Die Kinder können miteinander spielen, Menge einladen, auch die Grosseltern, Eltern, Brüder und Schwestern einfliegen. Es ist eine gute Möglichkeit, alle mal zu sehen. Das ganze Hotel ist voll rot angelegter Kanadier. Das ist immer ein schönes Erlebnis. Am 26. Dezember geht es los. Der Reto Berra trifft mit dem HC Davos auf die Weissrussen von Dynamo Minsk. Das Team Kanada spielt gegen den tschechischen Club HC Energie Karlovy Vary.